Ja, moin, moin, liebe Freunde der gepflegten Modelleisenbahn. Und natürlich herzlich willkommen, liebe MOBA-TV-Fans. Herzlich willkommen und ich freue mich natürlich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer Sendung namens Logcheck. Also in welche Rubrik das genau fällt, kann ich euch jetzt nicht genau sagen. Ich glaube, bei uns auf dem Kanal findet ihr das nachher in der Rubrik News und Berichte. Und ich muss diese Sendung mit einem Geständnis beginnen. Mit einem intimen Geständnis, wenn ihr so wollt. Denn ich habe mich verliebt. Und das klingt jetzt, oder könnte, sagen wir mal so, falsch klingen. Ich habe mich natürlich nicht in eine andere Frau verliebt, um Gottes Willen. Nein, Baby, keine Sorge. Du bist immer noch my favorite. Absolut, und wirst es auch bleiben. Aber ich habe mich verliebt, wenn wir schon beim Thema Modelleisenbahn sind und News und Berichte. Und wenn ihr das Intro gesehen habt, wisst ihr, um welche Lok es geht. Also, ja, die Neuauflage von der ESO V200 ist vor einigen Tagen bei uns eingetroffen. Den großen Fahrtest, den haben Patrick und ich schon bereits vor einer Woche gemacht. Ich wollte auch schon dieses Intro bzw. diesen Ansager schon längst gedreht haben. Aber da sind natürlich wieder 32.000 Sachen dazwischen gekommen. Wie ihr das vielleicht mitbekommen habt, die Welt tickt ja im Moment nicht mehr ganz normal. Und eine Preisanpassung jagt die nächste. Oder Neuheiten, McLean, Herbstneuheiten sind ja letzte Woche auch eingetroffen bzw. bekannt gegeben worden. Ich hoffe, der ein oder andere von euch hat unser Video dazu gesehen. Das haben wir ja eine Stunde später veröffentlicht als das McLean-Video. Vielen Dank auch, liebe MMC-Freunde, für eure zahlreichen Vorbestellungen der Neuheiten. Sensationell, also toll, und möchten wir uns ganz herzlich für bedanken, weil uns das natürlich extrem hilft bei der Order, die wir platzieren müssen für die Neuheiten natürlich bei McLean. Durch eure Vorbestellung können wir einen Trend sehen, wissen, welches Modell angenommen wird von euch, welches nicht. Naja, ich schweife schon wieder ab. Also, sowas bringt uns natürlich immer so ein bisschen in Schwulitäten. Zumal McLean das auch immer so handhabt, dass wenn das auf einem Donnerstag um 13 Uhr veröffentlicht werden darf, also wir bekommen diese Stammdaten und Neuheiten mit einer sogenannten Sperrfrist. Jetzt glaubt aber nicht, dass wir die irgendwie 2, 3 oder 4 Tage vorher bekommen, die Daten, um das in unseren Shops anzulegen, um die Artikelbeschreibung zu machen, um die Bilder anzulegen und. Nein, weit gefehlt. McLean schickt uns das einen Tag vorher, nämlich am Abend um 18 Uhr, wenn normalerweise die Leute in Feierabend gehen. Das hat leider damit zu tun, dass es immer irgendwelche Bananenbieger unter den Händlerkollegen gibt, die sich denn nicht an diese Sperrfrist halten und die Sachen dann doch vorher veröffentlichen. Und McLean fällt leider nichts anderes ein, als dann alle darunter leiden zu lassen und zu sagen, okay, dann bekommt ihr eben halt die Stammdaten erst um 18 Uhr und habt dann die Nacht über Zeit, die Daten in eure Systeme anzulegen. Naja, und auch wenn es nur Herbstneuheiten sind, aber es ist eben Herbstneuheiten McLean, Spur 1, Spur Z, McLean H0, Minitrix, Trix H0 und LGB. Wobei LGB vernachlässigen wir leider so ein bisschen, weil wir müssen unsere Prioritäten dann auch anders setzen. Ja, und so kommt es denn, dass meine Frau und ich dann an so einem Abend davor denn bis Mitternacht im System arbeiten, um die Artikel anzulegen, um die Artikelbeschreibung zu machen, um die Preise zu kalkulieren und. Das soll jetzt keine Jammerstunde werden, aber nur, dass ihr mal wisst, was da teilweise so abgeht. Und dann ist es tatsächlich so, dass ja im Moment tatsächlich eine Preisanpassung die nächste jagt. Also wer auf unserer Webseite das verfolgt hat, 1.9. war ja noch dran. Zum 1.10. erhöht McLean nochmals die Preise. Also es war ja im Mai, gab es eine Preisanpassung. Jetzt zum Oktober muss McLean nochmal anpassen. Aber überwiegend bei den Artikeln, wo Elektronikteile verbaut sind. Ja, die Elektronik ist das Problem. Also auf der einen Seite kommt sie nicht ran und auf der anderen Seite wird sie einfach wahnsinnig teuer. Und ihr müsst auch immer davon ausgehen, die Modellbahnbranche ist kein Powerseller, was Elektronikartikel betrifft. Also wenn die Stückzahlen ordern, dann ist das eher so eine Bittstellung und dann können die froh sein, wenn die Asiaten dementsprechend produzieren oder da was abfällt, weil die Stückzahlen sind natürlich gegenüber Automobilindustrie oder Unterhaltung, Samsung, Apple etc. sind natürlich die Stückzahlen der Modellbahnindustrie unterirdisch.
Also da kommt ganz oft ein Stempel drauf gesehen und gelacht oder so, ne? wenn da irgendwelche Stückzahlen gefordert werden. Aber wenn sie dann kommen und dann, ja, dann geben die Chinesen den Preis vor, ne? Also, und das ist völlig egal, weil man das bestellt hat in dem Moment, wo es produziert wird. Und wenn die dann anrufen und sagen, so, wir können jetzt für euch produzieren, kostet jetzt aber nicht mehr 1 Euro, sondern 2 Euro, ich sage jetzt natürlich fiktive Zahlen, dann heißt das friss oder stirb. Entweder akzeptiert man das, ja, oder dann lässt man es bleiben, dann freuen sich die anderen. Es stehen genügend Schlange, die elektronische Teile benötigen. Und in dieser sogenannten Halbleiterkrise, die wir ja nun schon seit fast einem halben Jahr nach Corona-Beginn haben, es ist kein Ende in Sicht. Also ja, Katastrophe. Aber was hat das zur Folge? Ja, Falle habe ich jetzt gerade letzte Woche erfahren, wird die Preise auch zum zweiten Mal in diesem Jahr anpassen, nämlich auch zum 1.10. Auch da geht es ca. 5% weiter nach oben. Ja, was soll ich sagen? Also Leute, wenn ihr sparen wollt und wisst, was ihr noch haben wollt für diese Saison und wenn es Bafala oder Bausätze oder sonstiges sind oder MacLean, Gleise etc. sind wie gesagt nicht betroffen, aber Decoder, M83, M84, Loks, überall, wie gesagt, wo Elektronik ist, geht es bei MacLean zum 1.10. nochmal rauf. Also von daher, wenn ihr wisst, was ihr wollt und was ihr braucht, mehr Geld könnt ihr nicht sparen, als wenn ihr jetzt noch dementsprechend ordert. Das wollte ich an dieser Stelle kurz gesagt haben, aber das führt eben dazu, dass wir im Moment permanent damit beschäftigt sind, unsere Systeme zu pflegen, abzudaten, abzugraden. Es macht im Moment nicht so viel Spaß, geht viel zu viel Zeit drauf für Dinge oder Zeit geht flöten, die wir natürlich wesentlich lieber für andere Dinge einsetzen würden. Unter anderem würden wir natürlich gerne mehr Videos für euch drehen und natürlich auch bei Falkenstein weitermachen. Wir sind aber gerade bei Holtenburg dabei, weil wir müssen jetzt die Zeit noch ausnutzen, solange wir die Halle nicht heizen. Aber auch da wird es demnächst sehr interessante Videos geben, wovon ihr Falkenstein-Fans genauso profitieren könnt und ihr euch schöne Sachen anschauen könnt. Aber auch für Falkenstein habe ich 3 Videos in der Pipeline, die wir mit Sicherheit in den nächsten 14 Tagen. Also dann knallt das. Es gibt jetzt ein kleines Päuschen, weil wir, wie gesagt, ein paar Sachen eruieren müssen. Aber dann geht's los. Aber zurück zu meiner neuen Liebe. Also, ESU V200, Neuauflage. Das ist also keine komplette Neukonstruktion, um Gottes Willen. Die gab's ja schon. Aber jetzt kam, lang ersehnt, nach fast 2 Jahren oder 1,5 Jahren, kam eine Neuauflage. Und wir haben geordert, Gottlob. Ich bin froh, dass wir das getan haben. Und ich habe mich ehrlicherweise jetzt erst das so richtig mit dem Modell mal beschäftigt. Und wir haben nachher auch ein ganz, ganz tolles Fahrvideo. Das haben wir nämlich auf Holtenburg gedreht, lieber Andreas. Ich hoffe, du nimmst uns das nicht übel. Aber auf 7 Meter Schenkellänge, Schattenbahnhof und auch schon so ein bisschen Trasse nach oben, wollten wir die V200 natürlich auch ein bisschen, ich will nicht sagen Stresstest, aber wir wollten mal gucken, wie sieht's aus mit der Traktion? Und haben da eben insgesamt irgendwie 2,40 Meter Zug draus gemacht. Wir haben 18 Güterwagen dran gehängt. Ihr dürft also gespannt sein. Und das zeige ich euch auch im Anschluss. Und deswegen, wenn ich hier mit der kleinen Präsentation durch bin, dann verabschiede ich mich auch und schalte dann sozusagen rüber in die Halle. Und dann lasse ich euch das Fahrvideo sehen. Und danach ist dann auch Schlussipussi. Also so lang wird das Video gar nicht. Und das ist auch gut so. Weil es ist jetzt sowieso schon wieder weit nach Mitternacht, 2 Uhr. Ich wollte schon längst gedreht haben, aber jetzt müssen wir das irgendwie hier hinkriegen. Also deswegen, ich habe auch kein Skript. Seht es mir bitte nach, wenn ich jetzt so ein bisschen aus der Hüfte schieße und euch eigentlich nur sage, dass ich mich verliebt habe und dass ich jedem, also egal ob Märklinist oder Zweileiterfahrer, die V200, klar, wir kennen sie alle und wenn jemand Diesel-Lok-Fan ist, dann kommt man an der V200 natürlich nicht vorbei. Sie ist immer noch so der Inbegriff der Diesel-Lok aufgrund ihrer wunderschönen Form. Aber und sie wurde auch natürlich schon von zig Herstellern gebaut. Also Pico hat eine tolle V200, auch da ist der Sound toll, keine Frage. MacLean sowieso. Aber ich rede jetzt mal für uns Puco-Küsser, weil es ist ja auch eigentlich eine Sendung für Puco-Küsser, wobei diese Lok natürlich für beide, das ist ja das Tolle bei ESO, Schleifer rausziehen, umschalten, dann könnt ihr Zweileiter fahren. Standardmäßig, wenn ihr sie aus der Packung nehmt, ist der Schleifer drin und ist für AC gedacht.
draufsetzen, meldet sich automatisch an der Central Station an, egal ob jetzt hier die CS2 oder die CS3. Ich habe mir jetzt unsere alte CS2 schnell geschnappt, vorne aus dem Laden, um euch hier das ein oder andere zumindest zeigen zu können. Ja, und aber die Detaillierung, der Sound und die Features, was soll ich sagen? Also, ja, sensationell. Es ist einfach sensationell. Also für mich wirklich mit Abstand für H0 und für den Märklinisten, weil ich nicht alle gleich reinen Zweileitermodelle kenne, aber für die Märklinisten, also für uns Puco-Kusser, kann ich sagen, das ist mit Abstand die schönste V200, die es, finde ich, im Moment für Geld zu kaufen gibt. Und ich habe sie jetzt hier, ihr seht sie ja noch nicht, sie steht etwas außerhalb, also kurz vorm Prellbock, aber wie gesagt, da kommen wir auch gleich zu. Ich habe jetzt die Epoche 3, also die Urversion mit dem Schriftzug Deutsche Bundesbahn, mit diesem erhabenen Schriftzug, aber wir haben auch nochmal nachgeordert, wir haben sie auch als Epoche 4 in dem Rot natürlich, auch in dem Rot, aber dann mit DB-Logo und eine meiner Lieblingsfarben, wisst ihr ja, Ozean Blau-Beige, haben wir auch nochmal nachgeordert. Die erste Tranche war letzte Woche schon weg, deswegen, wie gesagt, wir mussten nochmal nachordern, weil ich das Video zu dem Zeitpunkt noch gar nicht rausgebracht habe. Ich hatte das nur kurz mit zwei Zeilen bei uns auf der Homepage veröffentlicht, aber ja, ich komme nicht drum herum und deswegen habe ich auch gesagt, egal, ich drehe das Video jetzt trotzdem noch zu Ende, auch wenn die erste Tranche schon so abverkauft wurde, aber ich wollte euch einfach mal, und es gibt ja doch so ein paar Märklinisten, die in der Regel immer nur das an Rollmaterial kaufen, wo auch wirklich die 7 roten Buchstaben draufstehen, und gerade die, die vielleicht bisher immer nur Märklin-Rollmaterial gekauft haben, gerade an euch richte ich mich mit dieser Sendung, mit dieser Folge, und mit dieser Präsentation vor allen Dingen, weil ich euch das einfach schmackhaft machen möchte. Klar, reden wir hier über normalerweise UVP 449 Euro. Wir haben sie jetzt im Moment für euch im Angebot. Solange jetzt die zweite Tranche unterwegs ist, bieten wir sie, glaube ich, für 419 an. Nagelt mich bitte nicht fest, aber selbstverständlich kriegt ihr den direkten Link in den Shop zu den Modellen. Setze ich euch natürlich unten in die Videobeschreibung, gar keine Frage, wie immer. Und dann könnt ihr gucken. Also wir haben da schon noch ein bisschen Nachlass runtergemacht, wobei bei ESO, muss ich fairerweise dazu sagen, nicht viel Marge für uns Händler drin ist. Aber es sind eben auch High-End-Produkte, also das dürfen wir nicht vergessen. Unabhängig vom Sound, der einfach sensationell ist, aber wir haben eben hier auch Features wie natürlich Rauch. Das will ich euch aber nicht vorführen, weil wir diese Lok noch verkaufen wollen und dann sifft die immer voll. Aber die ESO hat ja auch Rauch dementsprechend, aber Sensor für Weichen quietschen. Ihr könnt einschalten, dass bei Langsamfahrt in den Kurven quietscht. Das zeigen wir euch auch in dem Fahrvideo. Deswegen bitte unbedingt dranbleiben. Schaut euch bitte unseren großen Test mit der Fahrstrecke auf Holtenburg an. Mit Wagen, da haben wir sie wirklich ausführlich getestet mit allen Features und eben auch mit diesen Kurvenfahrten und der Sound, dann natürlich der Bremsenflug beim Bremsen und ja, ESO kriegt es auch hin, dass das Bremsenquietschen selbst aus Fahrstufe 2, wenn ich abbremse, natürlich da ist. Aber das will ich euch dann tatsächlich zeigen und man kann das ja einmal machen mit so einem Unboxing. Ich zeige euch mal die Verpackung. Also hier ist die Lok drin und wer ESO-Lok schon mal ausgepackt hat, weiß, auch was die Verpackung betrifft, setzt ESO absolute Maßstäbe. Die ist transportsicher verpackt. Also die gehen eben nicht nur davon aus, dass sie nur im Handel stationär gekauft wird, sondern dass auch wir sie nochmal verschicken und womöglich sogar ins Ausland. Hier kann nie was passieren, weil sie ist festgeschraubt auf einem festen Sockel, der wirklich gut geschützt ist, kann ich nur sagen. Ja. Und zuerst wollte ich das auch noch alles euch zeigen, auspacken oder sonstiges, aber ich denke mir, wir versuchen das mal anders. Ich mache mal so ein Unboxing à la Disney oder so. Ich versuche es zumindest mal. Ich zeige euch jetzt mal, so, das ist die Verpackung und dann sage ich mal, top, die Wette gilt. So, und dann haben wir sie schon und ich setze sie mal drauf. Jetzt muss ich einmal genau gucken, dass ich das auch gut hinkriege. So, jetzt seht ihr sie hier auch. Und ja,
dann sage ich mal, Gentlemen, start your engines. Ach, jetzt habe ich meine DJ Pocket nicht, aber ich habe ja noch hier noch meine, mal gucken, ob wir das auch noch hinkriegen. Ich schalte mal die, unser neues Spielzeug. Das ist von DJI, die Action Mini 2. Ja, gut, haben wir auch. Und dann kann ich vielleicht, und das ist das Tolle, also Magnet, wirklich ein geiles Teil, dann gucke ich mal, ob ich da vielleicht noch ein paar Top-Aufnahmen noch für euch hinkriege, ohne dass das blendet. Aber jetzt starten wir erstmal. So, und ja, was soll ich sagen? ESO, bei ESO heißt es offiziell nicht MFX, sondern M4. Das hat rechtliche Gründe. Das Protokoll ist im Prinzip das gleiche. Die Anmeldung einer ESO-Log an eurer Central Station dauert immer einen Tick länger, als ihr das von euren MacLean-Logs gewohnt seid. Das liegt einfach daran, dass der Anmeldeprozess des MFX-Decoders bzw. des M4-Decoders bei ESO was anderes ist. MacLean hat das ganz clever gelöst. Deswegen wirkt es so, als wenn die Log sich wesentlich schneller anmeldet an eurer Central Station, auch die MFX Plus Logs, weil sie erst nur die wichtigsten Daten auslegt wie Adresse, um den Anmeldeprozess schnell vonstatten zu gehen, und dann im Hintergrund lädt sie erst die restlichen Informationen. Bei ESO wird das gesamte Protokoll, also Motor, Sound etc. ausgelesen und geht dann los. Und dann wollen wir mal gucken, was haben wir hier? Also, deswegen geht die Anmeldung bei ESO, dauert einen Tick länger, weil er, wie gesagt, alle Informationen erst auslesen will, bevor er die Log dann definitiv sich in die Central Station schreibt. Ja, jetzt wollen wir mal schauen. So, ihr Lieben, also, kommen wir einmal zumindest für eine kleine, kurze Vorführung. Also, ich hatte die Log bereits vorher angemeldet und jetzt wollen wir mal schauen. Licht ist bereits an und jetzt starte ich mal. Ich versuche das mal irgendwie alles noch mit hier mit auch noch hinzukriegen. Ich muss mal gucken, nicht, dass es so blendet. Gut, aber kommen wir zum Soundcheck. Also, was müssen wir natürlich zuerst starten? Natürlich den Sound. Und ich gehe mal mit meinem Mikro ein bisschen dichter ran. Und da habt ihr es auch schon das Besondere gehört. Also, man hört zuerst den ersten Diesel und dann den zweiten Diesel starten. So, dann seht ihr vorne Führerstand 1, haben wir auch einen Lokführer. Mal gucken, ob ich das euch noch so einblenden kann, dass man das sieht. Irgendwann brauche ich denn die Makrolinse. Aber bevor ich jetzt hier weiter mit der Cam hier weiter rumzockel, das lenkt nur ab und ich kann mich euch nicht wirklich widmen, werde ich euch noch Sachen einblenden, die wir dementsprechend dazu kriegen. Ich mache die wieder aus. Das ist einfacher. Und dann schauen wir uns dieses schöne Stück an. Was ich aber euch unbedingt zeigen wollte ist, und das kriegt ihr jetzt auch in der Totalen einmal gut hin, dass wenn ich jetzt hier starte und ich fahre wirklich nicht schnell und bremse jetzt, dann hört ihr das. Also selbst bei dieser eigentlich wirklich langsamen Geschwindigkeit, und dann habe ich ja gleich wieder runtergeregelt auf Null, bekomme ich ein fantastisches Bremsenquietschen. Und das ist einfach genial. Ich zeige euch das nochmal. Ich gebe einmal mal ein bisschen Stoff und ihr seht nicht viel. Ja, das ist fantastisch. Also es ist wirklich fantastisch. Ich wollte zuerst noch Live-Bilder jetzt euch noch zeigen, hier oben vom Dachgarten oder so, aber das habe ich schon bereits in der Fotobox aufgenommen und dann spiele ich euch das einfach mal ein. Also, ich würde sagen, ja, das mache ich sogar jetzt. Also, während ich hier sappel, blende ich euch nebenbei, lasse ich mal so ein bisschen, ich
Kennt ihr sie auf dem Drehteller, damit ihr sie wirklich schön sehen könnt. Und lasst das mal so ein bisschen für euch abfahren. Also die Detaillierung ist wirklich sahnemäßig und das Fahrverhalten traumhaft. Ich mache mal den Lärm aus, weil ich euch eins auch noch zeigen wollte, weil Sound hören wir nachher auch im Video, im Fahrvideo auf Holtenburg, was ich euch auch einmal zeigen wollte. Und das ist genauso interessant. Man hört aber auch nichts, wenn man den Sound ausmacht. Also, sie fährt butterweich. Das Einzige, was man hört, ist so ein bisschen der Schleifer, wie bei allen Loks. So, und auch hier, jetzt lasse ich sie runterregeln. Also, wirklich ein Traum. Und ich glaube, die Lok hat 27 Funktionen. Es ist wirklich sämtliche Kabinenfunk, Bahnsteigansagen, rauf und runter, wirklich tolle Features bei, Führerstandsbeleuchtung, selbstverständlich Maschinenraumbeleuchtung, traumhaft, wirklich. Und es gibt sogar eine Farbpultbeleuchtung. Ja, ihr habt richtig gehört, Farbpultbeleuchtung. Und das kann man sogar dann erkennen, dass wenn man mit der Kamera ganz dicht rangeht und man das Fahrerpult anmacht, dann leuchtet das da beim Lokführer sozusagen die Instrumententafel. Also ja, das ist schon phänomenal. Und was mich wirklich am meisten begeistert, ist auch dieses bei Langsamfahrt in Kurven über Weichen. Da ist ein Sensor unten verbaut, der das automatisch erkennt. Und in dem Moment, wo er in Kurven fährt oder über Weichen, ja, dann habt ihr dieses richtig typische Original-Quietschen der Räder, Metall auf Metall eben. Und das kriegen die einfach sensationell hin. Also generell, was Sound angeht, ist ESO ja schon in der Regel so das Maß aller Dinge. McLean kommt da leider nicht ganz ran. Zimo ist auf einem guten Weg und auch in Roccoloks ist ja viel Zimo verbaut. Auch die haben mittlerweile wirklich tollen Sound. Und auch der, selbst in den neuen Picoloks, die ja auch alle MFX-fähig sind, alles, was jetzt neu rauskommt, da haben wir auch schon das ein oder andere Modell gehabt, wo ich vom Sound echt begeistert war. Das muss man wirklich sagen. Also, so sehr ich auch McLeanist bin, durch und durch, und irgendwann ja hier meine Spritze McLean positiv bekommen habe, und in der Regel, wenn es ein Modell von McLean gibt, dann nehme ich auch das. Aber es gibt eben auch solche Ausnahmen, wo ich gerne über den Tellerrand schaue, und Patrick genauso. Und auch Uwe ist offen für anderes. Hauptsache, es ist ein Schleifer drunter, wir können es auf unseren geliebten Pukos fahren. Also das lohnt sich. Jetzt will ich aber gar nicht mehr so viel sappeln, weil, wie gesagt, ich wollte es kürzer machen. Und das Video, was wir drüben für euch in der Halle gedreht haben, das ist eigentlich der ausschlaggebende Punkt. Und ich denke, wer noch nicht von dieser Lok überzeugt ist, spätestens da kriegen wir euch. Weil da könnt ihr sehen, dass die eben nicht nur traumhaft schön fährt, einen tollen Sound hat, sondern eben auch noch tatsächlich Traktion hat. Weil wir schicken sie wirklich mit 18 Wagen, 3% die Rampe bei uns hoch auf Holtenburg, ohne Probleme, wirklich null. Also wie als wenn nichts wäre, hat sie alles toll gemeistert. Und in dieser Richtung machen wir auch weiter. Und nächste Woche habe ich auch noch ein paar mehr Rocco- und Pico-Loks für euch, weil ich gerade für euch McLeanisten auch immer mal so ein bisschen über den Tellerrand schauen möchte. Also da kommt noch einiges. Falkenstein, wie gesagt, haben wir auch 2-3 Sachen vorbereitet. Und ein Bautagebuch, beziehungsweise wir sind bei Holtenburg. Morgen machen wir die letzte Spante für den ersten Schenkel. Und dann könnt ihr schon deutlich mehr erkennen, weil wir haben schon einiges an Trassen verlegt, auch für die Nebenbahn. Da ist also mächtig was passiert. Auch da dürft ihr gespannt sein. Ja, und ansonsten, Leute, bleibt uns weiterhin gewogen, bleibt gesund, bleibt munter, freut euch über die schönen Dinge des Lebens. Schlechte gibt's genug. Ich will mich dann an dieser Stelle auch von euch verabschieden. Bedanke mich ganz, ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit. Freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen, beziehungsweise, ja, das wird sogar Ende dieser Woche noch sein, dass wir uns wiedersehen. Da habe ich noch ein, zwei interessante Sachen, wie gesagt, für euch vorbereitet. Und ich hoffe, dass ich das bis dahin alles geschnitten kriege, und dann kriegen wir das auch hin. Also, tja, dann soll es das gewesen sein. Ich sage jetzt schon mal an dieser Stelle hier tschüss. Bitte natürlich nicht abschalten, weil ich schalte jetzt rüber und da begrüße ich euch dann dementsprechend in der Moba-Halle mit Patrick zusammen. Und da haben wir das gute Stück hier, die V200 von ESO, für euch ausgiebig getestet. Also, viel Spaß mit den nächsten Minuten, mit dem Video und mit dem Fahrtest von der V200, Neuauflage von ESO für Gleichstromer und Wechselstromer. Bis dann, ciao, euer Meise.
Ja, moin, moin, liebe Freunde der gepflegten Modelleisenbahn. Rechts an meiner Seite, ihr kennt ihn natürlich, muss ich eigentlich nicht vorstellen, tue ich natürlich trotzdem. Patrick, vielen Dank, weil es ist bereits nach Feierabend. Wir haben heute, was haben wir so für einen Tag? Dienstag, ne? Dienstag, es ist jetzt fast 7:30, also 19.30 Uhr. Und Patrick war so lieb, mich bei meinem Projekt, was ich jetzt hier gerade für euch drehe, noch mal kurz zu unterstützen. Also wir nutzen, lieber Andreas, sei uns bitte nicht böse, wir nutzen deine Anlage, also die Anlage Holtenburg, zumindest den Zustand, den wir bis heute Nachmittag erreicht haben, der Werner und ich, um euch die ESU, oh, jetzt nagel mich nicht fest, Artikel Nummer 31336, müsste eigentlich 336 sein. Die 337 ist die Epoche 4 und die 336 ist die Epoche 3 mit dem erhabenen Schriftzug Deutsche Bundesbahn. Es kann sein, dass ich das vorher schon in dem, weil ich noch nicht weiß, ich muss noch die Einzelaufnahmen muss ich noch schneiden, ob ich das dann hinterher mache und ob wir diesen Fahrtest jetzt gerade zu Beginn nehmen, weiß ich noch nicht. Oder ob wir das, lasst euch einfach überraschen. Auf jeden Fall wollte ich unbedingt wissen, ob die V200 auch unter entsprechender Last, und da bietet sich Holtenburg natürlich an, weil was haben wir gerade gemessen? Ich muss ein bisschen dichter kommen, weil du kein Mikro hast. Was hast du jetzt für eine Zuglänge? Zuglänge ist 2,45 Meter. Ja, sensationell. Ihr habt es also gehört, 2,45 Meter Zuglänge, also inklusive Lok. Und wir haben da vorne die Rampe mit gut 3% und die soll sie natürlich dann auch hochfahren. Und jetzt wollen wir, höre ich mal auf zu sappeln und ich sehe mal zu, dass wir hier alles eingerichtet kriegen, damit wir euch jetzt mal ein bisschen Sound, ein bisschen Aktion und auch wie schön weich sie fährt und die Features, das wollen wir natürlich auch alles machen. Ich habe diverse Kameras hier auf der Anlage platziert, ihr könnt es jetzt nicht sehen, unter anderem auch ein Mikro. Und deswegen sage ich mal, Gentlemen, start your engines, und Patrick ist so lieb und startet jetzt gleich die Anlage. Wenn ich aufgehört habe zu sappeln, dann darfst du starten und ich sage mal, top, die Watte quillt. Ja, und ihr habt es vielleicht gehört, erst der erste Diesel und dann startet der zweite noch dazu, ne? Also, das war schon mal die Startsequenz. Sehr genial. Und jetzt will ich aber noch mal gucken, dass ich auch meine Pocket und die Kamera, die muss ich jetzt auch mal aktivieren hier. So. Also, die haben wir aktiv. Dann mache ich die noch aktiv. Wo habe ich denn die andere? Ach, die habe ich da. Okay. Dann fahr mal so auf Position oder Leistungsstufe 7. Dann kann ich parallel dazu auch aufnehmen. Schon cool, ne? Und jetzt wollen wir natürlich sehen, weil hier beginnt, ich gehe mal rum, da beginnt ja die Steigung. Ah! Also 3% mit ungefähr 2,20 Meter Zug. Du musst gleich aufpassen. Okay, jetzt fahren wir wieder zurück.
Okay. Das sieht cool aus. So, einmal Tür vorn bitte. Ja, cool. Und aus. Ja, jetzt guck mal, muss man hier gucken jetzt. Ja. Und jetzt kommen wir hierher. Siehst du sie schon? Nee. Aber ich jetzt. Okay, ich mach, pass auf, jetzt mache ich an. Jetzt musst du gleich mal aufs Display achten. Ja. Okay, Leute. Was wir euch noch zeigen wollten, weil das kann ich im Studio nachher schlecht zeigen, ist das Geräusch bei Kurvenfahrten. Und das gleiche Geräusch, so ähnlich klingt es dann auch, wenn es über die Weichen fährt. Und das wollen wir euch jetzt nochmal zeigen. Also, jetzt kannst du starten, Patrick. Wir befinden uns jetzt allerdings nicht auf der unteren Ebene, sondern wir missbrauchen jetzt mal einen Teil der sogenannten Nebenbahn, später auf Holtenburg, mit dem unteren Schattenbahnhof. Und hier können wir das alles gut aktivieren. Ach nee, mach mal nicht. So, und jetzt müsstet ihr gleich, wenn das am Mikro vorbeifährt, müsstet ihr das schöne Kurvenquietschen hören. Mal gucken. Cool. So, und wenn die weg ist, dann können wir stoppen.